Langsam abbremsen, es ist wieder soweit. Inas Nacht heute mit Frauenschwarm Nummer 1 Sascha und Frauenschwarm Nummer 2 Toni Marshall. Johannes Oerding ist da. Der wird singen und zwei richtig coole Surfer, allerdings schon weit über 70, hauen auf Ölfässern rum. Ich freu mich, ich freu mich. Oh. Take a breath and listen to the music. Die Polizei war da und hat uns festgenommen. Wir waren zu schnell. Oh, Tisch 1! Hier sieht gut aus! Oh, schön, 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 schön! Ich bin so einsam. Ah, 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 einsam. Ah, 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 einsam. Wenn er nicht gleich kommt. Das ist ganz egal, mein Schatz. Ist es so? Denn wir nehmen gleich mal Platz. Hey, Sascha! Und übernimm nicht die Regie, dann komm oder her. Oder sind wir nicht mehr? Oh, trinkst du dann ein Bier? Einsam. Trinkst du ein Bier? Sondern zwei. Trinkst du ein Bier? Selbstverständlich. Frau Müller, können wir zwei Bier haben? Oh, oh, ich freu mich, Sascha. Ich hab so an Sascha rumgebaggert, damit er überhaupt heute in die Sendung kommt. Ja, jetzt ist da. Jetzt ist er da. Und das Bier auch. Sascha! Oh, ja, ganz schwierig. Sascha, du hast 29 Mundharmonikas mitgebracht. Was ist denn das? Ja, das ist die Musikecke. Das ist alles Feng Shui hier. Das habe ich mir bei Klinsmann abgeguckt. Ja, das sind aber die ganz großen Musikinstrumente. Das sind Rescue-Tropfen, falls ich ohnmächtig werde. Das sind Kaugummis. Wie macht man denn damit? Warte mal, was kann man vier unter die Zunge. Musik machen? Ja. Mit meinen Rescue-Tropfen? Ich brauch die. Mach die okay, nicht. Lass mal. Möchtest du haben? Möchtest du mal nehmen und mir sagen, ob es dir danach besser was geht? Was machen die denn? Wenn man so nervös ist und ich leide manchmal über Hyperventilation, gerade wenn der Zunge Gast, oder, wenn man sich auf, sehr auf den Gast unter freut. Die unter die Zunge vier Tropfen und da lassen. Dann habe ich jetzt schon eine völlig übersteigerte Selbstbeobachtung und denke immer schon, ich merke sofort was. Darf man allerdings nie mit Bier zusammennehmen. Kleiner Spaß! Denn wir sind bei Inas Nacht! Ich habe vor ein paar Tagen, ne, da lief ein Elvis-Konzert. Hast du das zufällig auch geguckt? Eine halbe Stunde Hawaii. Und da habe ich gedacht, jetzt weiß ich auch, woher Sascha seinen genau den Blick hat. Ja, ja, genau. Den manchmal von Zuländer. Noch mal rein. So ein bisschen da, so und dann ein bisschen, ja. Nee. Von Zuländer? Ja, ja, kennst du nicht Zuländer, den Film mit Ben Stiller? Ach, das ist wieder so ein Männerfilm, ne? Wo Männer immer sagen, den musst du gucken, das ist ein Kultfilm, so, den musst du gucken. Genau, das sind so männliche Models. Und da gibt's, Ben Stiller hat den Blick Blue Steel entwickelt. Und der geht ungefähr so. So, und kurz später darauf hat er einen neuen Blick entwickelt. Der hieß Magnum, der ging ungefähr so. Ganz andere Nummer. War der ähnlich? War der jetzt ähnlich? Hast du sowas geübt früher vorm Spiegel? Ja. Übst du sowas heute manchmal auch noch, wie du wirkst? Nein. Nein? Nein. Wenn du morgens aufstehst, bist du da, siehst du da auch schon so gut aus? Nein. Wie ungefähr, ohne dass du jetzt dein Haar zerstören musst? Nee, aber es ist unabhängig, also von den Haaren eigentlich. Wie siehst du denn aus? Verquollen? Ja, sehr verquollen meistens. Und, weil du so viel trinkst? Und weil ich Allergie habe. Ach, so eine Dingsbaumallergie, wie heißt das? Pollengedöns. Ja, ich habe eine Baumallergie. Blöde Bäumeallergie. Und Hausschau und Milben. Das heißt, du darfst keine Äpfel, keine was nicht? Keine Äpfel, keine... Erdbeeren sind... Also ich darf das schon. Dann fängt es halt nur unfassbar unangenehm an zu jucken im Rachen. Und dann kann ich mir nicht helfen und muss komische Geräusche... Um Linderung mir zu verschaffen, muss ich dann halt komische Geräusche machen. Und das ungefähr ist dann irgendwie... Hat dich denn schon mal eine Frau... Hat dich denn so schon mal eine Frau... peinlich. Im Restaurant so das erste Mal Erdbeeren. Ach, nichts dran. Erdbeeren, Champagner, auch nichts. Oh, Schatz, du ist. Gefällt mir gerade super. Wollte dich denn schon mal eine Frau das erste Mal mit Lebensmittelsex überraschen und hat sich mit Sahne und Erdbeeren und Äpfeln und so belegt und du bist reingekommen und dann sowas? Noch nicht.
Nicht? Nein. Aber es wäre eine Katastrophe. Ja gut, es gibt ja auch noch andere Früchte. Lebensmittel. Ja. Reider. Reider, Reis. Also Mädels, wenn ihr den Sascha mal überraschen wollt und sagt, ich bin eine Banane oder so. Keine Äpfel, keine Erdbeeren. Sahne geht, ne? Sahne ist super. Überall. Sahne, Cola-Fläschchen. Cola-Fläschchen ist super. Was noch? Haribos. Ja, ja, so Haribos. Sowas. Also eher die süße Variante. Mettwurst. Ja, oder halt, ja, oder mal eine schöne... Schöne Curry, obwohl nicht zu heiß, eine schöne Currypommes. Stück Pizza oder so. Hast du schon mal Lebensmittelsex gehabt? So mit ablecken und dann Sex? Nein, ohne Lebensmittel. Aber ja? Sex schon, aber ohne. Ach so. Die Lebensmittel nicht abgeleckt. Gar keine Lebensmittel nein. auf dem Körper nein. gehabt. Nein. Du weißt, was ich meine, wenn ich sage Lebensmittelsex. Ich nenne das immer so. Wenn Frauen meinen, es wäre erotisch, sich Gemüse und ach sowas zu. So, ich dachte jetzt so an alleine mit der. Nein. Da haben wir jetzt völlig aneinander vorbeigeredet. Nein, es gibt doch dieses. Erdbeertorte. Es gibt doch dieses vermeintlich. Du? Ja. Du hättest ja auch so ein Comedian wie Mario Barth oder Mittermeier oder so werden können, weil du bist ja eigentlich angefangen mit deinem besten Freund Benedikt. Und ihr habt anfänglich Comedy gemacht auf der Straße. Hin und her Schmitz. Es war, also es fing an als Musikprojekt. Wir hatten Weihnachten, also kurz vor Weihnachten, kein Geld für Geschenke und haben gesagt, okay, dann machen wir uns 10 Lieder. Oh, ja. Kann ich ein Ohr haben, kein Geld für Geschenke. Oh. Und es war so schrecklich kalt. Wo war's denn? Oh. Und, weißt du, gegessen haben wir auch schon 2 Wochen nichts mehr, aber das war egal, wir brauchen nur Geld für Geschenke. Okay. Und dann haben wir uns 10 Lieder draufgezogen so, und haben gedacht, wir gehen in die Fußgängerzone, da kann man vor Weihnachten gut Geld verdienen. Und das haben wir dann auch in einer Stunde haben wir 70 Mark verdient, was tierisch war, ja, das war richtig viel. Und dann haben wir dreimal das noch gemacht und dann sind wir von der Straße wegentdeckt worden für so Hochzeiten. Und haben wir so auf Hochzeiten, wir haben das Programm ein wenig vergrößert. Und dann gab es 1000 Ocken am Abend. Und dann ab und zu mal auch 1000 Mark oder sogar mehr. Und irgendwann haben wir dann halt auch so alleine in dann halt so Clubs gespielt, als Hin und Her Schmitz, aber dann eben mit einer Mischung aus normalen Musikprogrammen, Gitarre, Gesang und ab und zu mal halt, was heißt Comedy-Programm? Es war eher so, ich hab versucht, Leute zu imitieren. Also heißt, ihr habt nicht zwischendurch Witze gemacht oder einen versauten Witz erzählt oder sowas, sondern ja, ihr habt... Ich kann gar keine Witze erzählen. Ich erzähl kein Witz erzählen, ich habe wieder was rausgefunden. Witze. Wollen wir mal ein bisschen was von Elvis anspielen? Weil du hast doch eine Mundharmonika dabei, ne? Die hast du deswegen dabei, oh, du wo hattest... wo kommt die denn her? Ja. Mensch, was für ein Zufall. Die lag da auch hinten aber rum. Aber du hattest nicht viele mitgebracht, du hattest aber 10, ne? Ja, 5. 5 hattest du dabei. Was habt ihr denn da, angeübt? Jungs? Ja. Hound Dog. Das könnte schon Dick Brave sein, ne? Ja, muss man mal schnell, ne? You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. I accept you as high class, sex is a lie. Woo! Said you was high class, that was just a lie. Elvis Lee! Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. On Buena Monica! Ja, leider enorm sexy. Rock'n'Roll. Yeah, it's, yeah. That's what I'm... Mach das doch noch mal hoch.
Danke. Ich glaube, das sind die Momente. Wie wirst du eigentlich so Fans denn los, wenn du so auf der Bühne bist, ne? Und die verballern sich ja dann, die Frauen. Die sitzen ja da und wie Maikäfer kippen die auf dem Rücken, kommen nicht wieder hoch. Nein, das ist nicht mehr. Wirst so. Du. Ist es nicht mehr so? Weil die älter geworden sind, die Frauen? Ja, ein bisschen mit mir gewachsen. Aber auch ältere Frauen verlieben sich ja ab und zu nochmal. Aber die fallen nicht gleich auf den Rücken. Oder doch? Doch, manchmal, das tun sie. Ja, manchmal fallen sie auch heute. Ja, schneller als mit 18. Warum? Aus der Not heraus? Vielleicht, ja. Hast du denn eigentlich von dir selber ein Lieblingslied? Ja, ein Lieblingslied von mir ist auf dem Open Water Album. Das heißt How Do You Know? Ganz schön. Nicht If You Believe, dachte ich jetzt so, weil das so... If You Believe war auf dem ersten Album und das war so mit mein Hass-Song. Ich habe es am Anfang nicht gemocht, dann habe ich es eingesungen ein paar Mal und dann habe ich ein bisschen was verändert und so und dann hat es mir irgendwann gefallen. Dann habe ich es aber so oft gesungen innerhalb der nächsten darauf folgenden 2-3 Jahre, dass es mir dann irgendwann wieder so ein bisschen bis hier stand. Dann habe ich angefangen, das umzumodeln, also es anders zu spielen, jedes Mal wieder. Und deshalb macht es halt einen Riesenspaß. Du hast neulich in einem Interview gesagt, dass du manchmal Pappen brauchst, weil du den Text nicht kannst von If You Believe, obwohl du es schon gefühlte 1 Million Mal gesungen hast. Ja, das habe ich mir von Frank Sinatra abgeguckt. Mit den Pappen? Ja, mit dem Text. Also der hat selbst einen Teleprompter so in einzelnen Buchstaben, glaube ich. Hast du auf Tour immer einen Teleprompter? Nein, noch nie gehabt, aber ich denke drüber nach, jetzt bald mal. Ich auch. Ina. Das muss so toll sein, mit Teleprompter Konzerte geben, muss so toll sein, weg von dieser Hängeangst. Ich finde, diese Hängeangst ist so schrecklich. Du singst Englisch. Jetzt in den Sprachhängen. Nicht jetzt. Wo bist du? Du bist total sexualisiert. Nein, das hast du jetzt wieder gesagt. Nein, aber du hast ja so gerade schon wieder eine Haltung. Nein, hab ich nicht. Hänger meine ich Texthänger. Ich meine die ganz normalen Texthänger. Ja, du musst das sagen auch. Nee, deswegen machst du nämlich Englisch, weil du das immer so wegnuscheln kannst. Ja, das ist zum Beispiel ein großer Vorteil davon. Aber es gibt immer so Lieder, gerade bei so einem Lied, dass man wirklich jetzt, dass mich seit 10, 11 Jahren begleitet, ist natürlich so, dass man das so oft gemacht hat, dass dann irgendwo gibt es immer so Punkte, wo man dann denkt so, hier, das schaffe ich nicht. Wie war das nochmal? Halt, Moment, stopp. Und wenn du dann deutschen Text singst, dann kann das richtig blöd werden. Aber wir singen jetzt Englisch. Dann, ich habe mal so ein Konzert von dir gesehen. Meine Tasche wurstet sich so. Das war auch nichts Sexuelles, das war rein kleidungstechnisch. Nein, wenn ich das gesagt hätte, wäre es natürlich wieder... Wenn sich eine Tasche wurstet und man sieht das im Fernsehen, man ärgert sich 10 Jahre. Komm, wir stehen auf, beweg dich ein bisschen. Du wirst auch nicht jünger. So, wir machen jetzt ein sehr schönes Lied. Tresen. Wie ist denn das mit, wenn sich so ein Hemd wurstet? Guck mal, wir haben Natascha da. Okay, bitte. Okay, bitte, Natascha. Bitte, hallo. Natascha. Komm, okay. 4. Das war Absicht. Machen wir nochmal. Nein, Moment. Weil du sie irritierst. Das war der macht dich ganz wuschig. Nein, ne? Das war die russische Note da drin. Nein, du hast gerade so getanzt mit deinem Hintern in Richtung Natascha und da wurde die total wuschig, das habe ich gesehen. Ja, nochmal. War aber schon im Ansatz schön. So, und dann mach ich ein bisschen weniger. Ja, mach mal weniger. Kleintanzen ist auch. Ja. Wir fangen jetzt einfach mal an. Siehste, Hänger Nummer 1. Findest du das Schlagzeug nicht wahnsinnig erotisch? Sexy, ja. Wo fängst du denn an? Und auch noch ein Schlagzeuger. Da! Falsche. Das ist ein New Shipper, das bin ja ich. Wie geht's los? Da, 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 da. Alter. Ich hab's echt vergessen jetzt. Wie geht das Lied nochmal? Stopp. Wir brauchen jetzt den Anfang von diesem Song. Ich will jetzt den Anfang haben. Weißt du, was wir machen? Hab ich's noch nicht genug gespielt? Ich hab eine super Idee. Wo? Usa, Dick! Applaus für Dick! Es ist geil! Es ist das Ding. Ich bin total stolz, das wusste ich nicht. Ja. So, und wie ist es? Wie geht's denn los? Ah, no, it's not a game to play, natürlich. Scheiße. Hätte man drauf kommen können, ja, oder? Ja, hätte man auch. Lass mal hier das Heft, falls noch was ist.
sieht. Aber dann sieht es aus. Guck mal, sie wird bei dir auch Buschi. Jetzt haben wir den Salat. Also zweimal. Logisch. Ich dachte, wir kürzen es jetzt ab, damit das irgendwie auch mal hier langsam komm, mal kriegen wir hin. Ändert. Aber es haben wir jetzt so, okay. Ja, okay. Jetzt aber. Zeit. Klein tanzen. Not a game to play. Her eyes, they show no fear. Her burning side cannot wait to be. Yeah. Ich gucke dabei, lass the man that feels your body close is here to set you free, to hold you near and satisfy your needs. You shiver as I touch your neck and slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. We both surrender to the touch as we lay there side by side. And everything around us disappears. As if you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. And if you believe in love, no need to worry, there's no doubt. As you run your fingers through my head, your lips come close to mine. The tension becomes more than I can bear. Then you wrap your arms around me, I can feel your every move. This feeling could now lead us anywhere. Now we leave the world behind us, this moment we both share. Just you and me, that's how it's meant to be. I never wanted you so much, I can feel your every breath as you gently whisper in my ear. Cause if you believe in love tonight, I wanna show more time. If you believe and let it out, no need to worry, there's no doubt. Kann man gut, achso, brauchen wir gar nicht, ne? Du gerade unter den Arm sprechen? Kann man gut zusammen, kann man Nascha draus machen. Nascha, was liegt am Strand und spricht undeutlich? Ja. Ja. Eine Nuschel! So. Das ist ein Witz. Ja! Segelland, Äpfel sind bei Ihnen das Land. Oh, 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 oh. Hey! So. Willst du da wieder rein? Okay. Vielleicht. Geh mal. Ist dir auch warm? Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Ist dir auch warm? Jetzt habe ich mich schon wieder verliebt. Was machen wir denn, in Kleines? Natascha? Ja. Oh,
ja, genau, wir machen Bierdeckel. Ja, mach mal nur mal Luft raus. Mach mal nochmal einen Tisch hier im Bier. Rockenzähler, what shall we do? Rockenzähler, what shall we do? Rockenzähler, early in the morning. Oh, und Dirk, der ist für dich, dass du diese Sekt dabei hattest. Oh, toll. Sascha, ganz viele Fragen. Ich brauche auch unbedingt ein neues Bier, Frau Müller. Für Sascha eins und für mich ein neues Bier. Komm, wollen wir da mal rüber? Das geht ganz leicht. Du musst aufpassen, die Bank ist halt lose. Man muss mittig treten. So, ne? Dann setzt man sich so, schleudert das Gebein elegant drüber. Schwuppsiwupps. Ach so. Also ungefähr. Ja, so. So. Oder halt besonders männlich, wie du es gerade machst. Unfassbar elegant. Ah. Oh, scheiße. Oh. Immer diese Jeanshosen. Bist du so der lockere Jeanshosen? Oh, nee, Rücken nur. Rücken. Und da ist ein Ständer umgefallen. Das ist auch schon wieder zweideutig und gar nicht so gemeint. Oh. Was war deine peinlichste Situation? Peinlich, aber gleichzeitig lustig war tatsächlich, also es ist ein, ist wirklich ein alt, also ich habe mal ein Konzert gegeben, so Oberhausen Arena und da war, ja, das war, also da war, ist es halt passiert, also jetzt nicht hier in der Oberhausen Arena, war fast voll mit 2000 Leuten und, 2, 3 mehr. Kann man witzig auf sowas sagen, bitte? Für dich! Wir sind bei Ines nach. Ja, ist doch anstrengend. Und was ist da passiert? Das wirst du ja, ich hatte ungefähr, ich würde mal sagen, 2 bis 3 Lieder lang meine Hose, meinen Hosenstall auf. Katastrophe. Aber komplette Katastrophe. Nein, das ist alles halb so wild. Ich hatte eine Unterhose an. Ausnahmsweise an dem Tag, als hätte ich es geahnt. und habe das echt überhaupt nicht gecheckt, weil natürlich Fans vor der Bühne immer so drauf zeigen. Und ich dachte, ich mach noch ein bisschen mehr Schwing und noch ein bisschen ausladen. Ich dachte, die meinten jetzt, ja, super, und lachten immer so. Und ich dachte, die zeigen irgendwie so, ja, ich kann nicht auch noch, ja, auf der anderen Seite auch, ja. Und guck dir das kleine Bimmelchen schon raus, so, nein. Hallo. Heute habe ich mir gedacht, der mit dem Berliner. Hey! Es konnte ja gar nicht rausgucken, du hattest ja eine Hose an. Was trägst du denn für Unterhosen? Wenn es da rausgeguckt, dann hätte ich aber ein richtiges Problem. Und, stell dir das mal vor, da hängt dir der Lümmel raus, naja, auf der Bühne. Es ist dann Bühne. Nicht wirklich mehr, viel mehr passiert. Ich habe das dann irgendwann registriert, dachte, ach so, meint ihr, und habe das dann halt zugemacht. Und was trägst du für Unterhosen, wenn du denn mal welche trägst? So Boxershorts oder so die schönen, diese... Du, das zeige ich dir später. Ich jetzt hier nichts versprechen, was du nicht halten kannst. Eine Mischung. Einsame Insel, welche 3 Dinge nimmst du mit? Das ist eine sehr originelle Frage. da muss ich kurz nachdenken. Ein Generator, ein Adapter und mein iPod. Viele sagen nur ihr iPod, aber da bin ich mal über, wie da, die das dann so... brauchst du schon wieder Strom. Ja, eben. Wenn du nur eins mitnehmen würdest, was würdest du dann mitnehmen? Ein Ding? Ja, wenn du nur ein Ding mit auf eine Insel nehmen könntest. Das ist wirklich eine gute Frage. Eine Frau? Ja, bestimmt. Echt? Ja, ja. Ich würde Oropax mitnehmen, weil irgendwo wird immer gebaut. Ich bin Oropax abhängig. Ich kann nicht schlafen sonst. Das habe ich schon für mich überlegt. Schläfst du nachts nackt oder im Pyjama? Also bist du Nacktschläfer, ist eigentlich die Frage. Ach so, ja, das kommt natürlich auch drauf an. Also ob eine Frau mit im Bett ist? Auf der einsamen Insel würde ich sagen, Moskitos und so, also da muss man schon so ein bisschen auf, also hat man schon lieber nochmal was drüber. Wenn du aber in Hamburg in deinem vermieften Junggesellenbett liegst du da nackt oder mit einem Pyjama? Vermieft? Mit sowas. Meinte, du, was soll denn? Also, vermieft, man, das riecht wunderschön. Ich habe eine Putzfrau. Ach so! Febreze, noch nie was von gehört. Febreze, schön immer drüber.
Bett im Bett. Ich sag immer, hier mach mal Redi ordentlich so die Pulle da drüber und so. Und hol mal die Kuhle aus dem Bett hier raus. Nein, das ist was nackt, ja. Nö, selten. Wie oft kommt deine Putzfrau eigentlich? Ein, zweimal die Woche? Ja. Meine kommt alle zwei Wochen. Und da denke ich meine immer schon, da muss ich schon wieder. Und du behauptest, mein Bett würde komisch riechen, meine Junggesellenbude. Weil ich glaube, dass du dein Bett nicht selbstständig neu beziehst. Ich zwischendurch beziehe mein Bett selbstständig neu. So. Gut, dann muss es wahrscheinlich auch sein. Würdest du. Wie magst du deine Eier zum Frühstück am liebsten? Zum Frühstück am liebsten. Mann, es hört nicht auf. Was ist von dir? Am liebsten gerührt. Nicht geschüttelt. Kannst du gut küssen? Gut, das ist natürlich so eine Frage. Ich würde jetzt behaupten, ja. Aber es kommt natürlich immer auf das Gegenüber an, weil wenn da so eine Zementrührmaschine am Werk ist, dann bin ich kein guter Gegenküsser. Nee. Bist du denn so ein Drücker, so ein Presser oder eher so ein Lippe auf Lippe so ein bisschen durch leichte Bewegung? Ich kann mich ganz gut irgendwie einstellen. Aber wie gesagt, also so eine meiner ganz frühen Knuscherfahrungen war halt dieser Zementmischer-Stil. Dreimal rechts rum, dreimal links rum. Und sehr hart das Ganze und die Zunge auch sehr steif. Und da, das hat mir nicht so viel Freude gemacht. Und du bist sicher, dass das eine Frau war, mit der du da geküsst hast? Gut, es hatte Busen. Busen? Busen. Busen Gott, Busen. Hab Busen gebracht. Oh Gott, Busen. Weißt du, was ich merke? Frau Müller guckt dich die ganze Zeit total verliebt an. Ehrlich, habt sie ertappt, Frau Müller? Die schlachtet richtig. Schließlich schon zwei Bier bestellt. Okay, ich würde so gern jetzt singen und eigentlich auch gerne mit dir, Sascha, aber ich kann ja alle Musiker und alle Sänger einladen, die ich ganz, ganz toll finde. Und es landete neulich in meinem Briefkasten eine ganz, ganz tolle CD von Johannes Oerding. Ja. Oh, du hast schon Bier. Na klar, hier wird man gut versorgt, auf jeden Fall. Hast du... Bist du schon betrunken? Nein. Nein, weil du so lange, weil Sascha so viel gelabert hat, ne? Ja, und der Junge von der Plattenfirma hat gesagt, ich soll möglichst viel trinken, damit ich auch locker werde, auf deine Fragen antworten kann und so. Aber ungefähr. Aber guck mal, du hast doch noch keinem was getan, da bin ich doch total nett. Aber ich habe mir schon fast in die Hosen gemacht, als ich das alles vorhin gesehen habe. Ehrlich? Mal, ja, auf jeden Fall. Du, ich bin gar nicht schlimm. Es ist ja so, du bist ja jetzt 27. Das war ja das Alter, als Sascha auch anfing, ne? Ja, stimmt. Du bist aber nicht durch die Castingshow-Dingensen und so gegangen. Hättest du ja auch machen können. Bewusst nicht? Bewusst nicht. Weil? Weil ich eigentlich Musik machen wollte und nicht ins Fernsehen wollte. Ach, geht das? Kann man das ausschließen dann? Scheiße, genau. Das war einfach so. Aber ich stell ich weiß, was du meinst, Johannes. Ja. Aber jetzt sage ich natürlich auch Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich vor allen Dingen, weil ich habe im Auto, ich muss dazu eine Geschichte erzählen, ich bin innerhalb von 4 Kilometern 4-mal geblitzt worden. Jetzt ist kein Scheiß. Einmal mit über 50 und ich bin meinen Lappen los, weil ich deine Musik gehört habe. Komm, wir singen jetzt, Johannes. Alles klar. Das war's. Abpfiff vorbei. Es hat an das geknackt, als du wieder mal im Streit gegangen bist. Man hat gleich gehört, dass drinnen was gebrochen ist. Ich lauf noch hinterher. Entspann dich, sagt der Lotse, das letzte Schiff ist weg und spuckt ins graue Meer. Heute Nacht schon kommt das Eis und schließt uns für immer ein. Ich will dich nicht verlieren und ich will dich nicht zurück. Hau ab, komm wieder her, es ist so leicht, es fällt so schwer.
Ich will dich nicht verlieren und ich will dich nicht zurück. Ich mach ein Feuer auf dem Eis, es will uns brennen und uns versenken. Der Zug fährt langsam an. Bleib ich, spring ich auf, denk ich, während ich schon lauf. Es war mal schön und ich seh mich kleiner werdend, immer noch am Bahnsteig stehen. Ich will dich nicht verlieren und ich will dich nicht zurück. Hau ab, komm wieder her. Es ist so leicht, es fällt so schwer. Ich will dich nicht verlieren und ich will dich nicht zurück. Ich mach ein Feuer auf dem Eis, es will uns brennen und uns versenken. Und so oft schrecklich, so oft schrecklich schön. Dabei kann man nicht zu lange mitten in die Sonne sehen. Und wenn alles seine Zeit hat, wird uns langsam klar. Und ich brauche von dir keine Antworten mehr, weil ich keine Fragen habe. Ich will dich nicht verlieren. Schon verloren und ich will nicht mehr zurück. Der Mensch hat die Augen vorn, damit er nicht nur rückwärts blickt. Johannes Oerding! Chapeau! Chapeau! Vielen Dank. Ganz toll. Johannes Oerding, tolles Album, tolle Lieder, tolle Texte. Macht mit, Kinders. Na, was heißt das? Was passiert jetzt? Du bist doch ein total lockerer Typ, deswegen bleibt der Abend auch jetzt sehr locker. Ich möchte wissen, was du gerne trinkst. Wein, Bier? Ich trinke am liebsten, ich habe meinen eigenen Rotwein mitgebracht. Weil du gehört hast, dass unser so schlecht ist. Nein, ich habe euch zu. Ich habe mir das Bier im Mund zusammen. Ich habe meinen eigenen Rotwein, ein wunderbares Gewächs aus der Ortenau, meiner Heimat Baden, nennt sich die Hex vom Dasenstein. Wo ist denn der jetzt, der Wein? Der muss hier irgendwo sein. Kredenzt in mir. Der Mann braucht ganz Wein. Heiß noch. Komm, wir gehen jetzt schon mal hoch, warten auf den Wein. Sascha, kommst du da hinten in die Ecke rein? Wir gehen schon mal hoch. Wir räumen ein bisschen auf. So. Ach, meine Liebe. Sascha. Jetzt muss ich irgendwie rubbeln, aber jetzt geht's auch. So.
Habt ihr euch schon, seid mich sehr. Ja, seid ihr euch schon mal begegnet wir sind vorher uns schon kurz mal? Begegnet, wie du schon gesagt. Total dick, Toni. Toni, lass uns doch mal eben was erzählen. Schöne Maid, ne, was wir gerade am Anfang gesungen haben. Ich habe mit Sascha If You Believe gesungen. Das hat Sascha gefühlte 1 Million Mal gesungen. Schöne Maid, was meinst du, wie oft hast du das schon gesungen? Du, das war 1971. Das war vor 38 Jahren. Und naja, wo liegt der Multiplikator? 4 Millionen Mal ungefähr. 4 Millionen, meinst du? Nicht ganz so viel, nee, aber reichlich, reichlich. Und meine Freunde hier, Schendiko, die haben ja die Lieder alle drauf. Heute haben wir auf die Pauke. Ja, die haben alles schöne drauf. Maid hast du heute für mich, das ist alles drauf, ja. Wir können ja noch einen singen, bis der Wein kommt. Wir können aber auch über die Fliesen sprechen in deinem Pool, wo du dir die drei ersten Noten, habe ich gelesen, die drei ersten Akkorde oder Noten von Schöne Maid hast eingravieren lassen. Aus reiner Dankbarkeit. Aus reiner Dankbarkeit. Die werden jetzt ausgewechselt, da kommen die Ina-Noten hin. Es gibt doch gar keine Ina-Noten. Gibt's doch. Ja, wie werden die Ina, in deinen Augen liegt ein Zauber, dem bin ich ganz verfallen. So geht das, Sascha, so. Früh 6, wie es aussieht. Schön, Jungs, ich bin stolz auf euch. Den kann ich noch nicht. Super, ich nehme euch mit. Nee, die nimmst du nicht mit. Doch. Such dir selber ein paar Jungs. Toni, ja. Stimmt auch folgende Geschichte, dass du Schöne Maid eigentlich so unterirdisch und blöd fandst, dass du gesagt hast, ich singe es nicht, dann bist du zum Italiener rübergegangen, hast dich mit 1 Liter Chianti betrunken. Jack White hat mittlerweile Chöre einsingen lassen, den Song gemacht. Du bist dann rüber, hast schon gelallt. Der hat die Chöre total nach vorne geschoben, weil du nicht mehr gut intoniert hast. Und dann kam der rein und sagte, Toni, wir haben einen Hit. Und dann war Schöne Maid geboren. Also stimmt das? Ich wundere mich, dass man das hier in Hamburg auch schon kennt. Wir wissen alles. Diese Story. Nein, es war so, Jack hat mir 1970 das Original vorgespielt. Ja. Maoris, ein uraltes neuseeländisches Volkslied. Naua Hakataranga. Das klang zauberhaft. Aber Jack, den Titel möchte ich unbedingt singen, weil es war etwas völlig Neues. Nach dem Chanson-Jahrzehnt kam plötzlich dieses einfache Liedchen. Aber nicht so, wie ich mir es gewünscht hätte, sondern so, wie es Jack sich zubereitet hat. Er hat zusammen überlegt, was machen wir? Kitchen Sound hat er kreiert. Aus alter Küche in Berlin hat er Kochtöpfe, Kasserollen, alles zusammengesucht. Oh, ein Applaus für den. Und hat, ja. What should we do with that? Ein Fehler. Jetzt erstmal probieren, ob es der richtige ist. Köstlich, natürlich, klar. Unverwechselbar. Wollen wir mal über Baden-Baden reden? Du lebst ja seit, ich wollte gerade sagen 104 Jahren, aber so alt bist du ja noch gar nicht. Du lebst seit 70 Jahren in Baden-Baden. Baden-Baden gibt es seit über 2000 Jahren. Ich habe 38, das Licht der Welt in Baden-Baden und werde aus Baden-Baden nie rausgehen. Und komme hin und wieder nach Hamburg. Baden-Baden finde ich insofern... So. Ja. Du hast ja in Baden-Baden auch im Sandkasten schon deine Ehefrau, deine jetzige, das kennengelernt. Ist richtig. Kindergarten, Grundschule, Gymnasium. Hör zu, da lernst du noch was. 59 war die Verlobung, 62 war dann die Hochzeit und jetzt schreiben wir 2009. Ne? 45 Jahre verheiratet? Kann man sich schon, bitte? Wie viele Jahre? Sind 47 Jahre. Mit Gabi. Gabi, ist Gabi deine Traumfrau? Ist sie ja nach wie vor. Bist du mal fremdgegangen in den ganzen Jahren? Warum denn nicht? Siehst du, da lernst du noch was. Ja? Ja, also ich bin jetzt nicht bei einem Psychologen, ja, das oder? Das Problem ist so ein bisschen, normalerweise müsste man ja also damit wissen, wie man da weiterfragt. Ich könnte jetzt ja sagen, mit wem? Ich habe den Medien immer kundgetan. Man stellt mir immer diese blöde Frage. Die könnte man jedem auf der Straße stellen, nur keiner würde die Wahrheit sagen. Natürlich nicht. Sagen sie, nein, mache ich nicht. Ich bin ein Teil der Natur. Und die Natur hat mir wunderbare Gefühle mitgegeben. Und die lebe ich aus, solange ich lebe. Und die lasse ich mir von niemandem verbieten. Weder von dir, noch vom Fenster, noch vom lieben Gott. Natürlich, es gibt doch diese Leute, die immer mit dem Zeigefinger so machen. Das darf man aber nicht tun. Was hat den jungen Paaren bis jetzt genutzt, wenn sie vor einen Traualtar getreten sind, wenn ihnen die Sakramente vorgelesen wurde, bis der Tod euch scheidet? Ja.
manchmal dauert es keine 14 Tage, ist das alles im Eimer. Aber das schaffen wir ja gar nicht so lange dann. Muss ja auch gar nicht sein. Soll doch jeder machen, was er glaubt, was ihm gut tut. Toni? Ja? Ich finde, dass wir jetzt einen ganz tollen Song machen. Dass du was ganz Tolles machst. Und gib mal deine Geige hoch, die da in dem Kasten ist. So. Wir machen was ganz Tolles. Aus Anna Tefka. Weil du bist ja gar nicht der Schlagerfuzzi, wie du immer verkauft wirst, sondern du bist ja eigentlich gelernter Opernsänger. Warum eigentlich Schlagerfuzzi? Schlagerfuzzi stand in der Zeitung, große Überschrift. Was wären wir alle ohne den wunderschönen Schlager? Ja, das wäre ganz schlimm, aber du selber sagst manchmal, ich wäre auch gerne Opernsänger geworden, weil ich habe eine Ausbildung. Ich bin ja Opernsänger. Du bist ausgebildeter Opernsänger. Ja. Und wir hören jetzt aus Anna Tefka quasi den Tefje, wie er singt. Den Milchmann. Den Milchmann mit seinen 3 Töchtern. Und der... 5 Töchter. 3? 5. Seidel, Hottel, Chavalle, Sprenze und Bilke. Okay, 5. Ist ja wie bei uns zu Hause. Du, in deiner Sendung kann man sogar noch was lernen. Ich dachte immer, der hätte 3. Nee. Aber naja, und jetzt singst du aber, dass er so hasst, so arm zu sein. Also wenn ich schon mal reich wäre. Yeah. Und wir hören endlich mal Toni Marshall, wie er mit seiner ausgeprägten Opernstimme ein ganz tolles Stück singt. Und geicht, der geicht uns was. Komm, Toni, hau rein. Ganz speziell für dich. Wenn ich einmal reich wär, Eitschedwiddeldigedeidelidelwiddelwiddelwomm, alle Tage wär ich bitte bang, wär ich ein reicher Mann. Brauchte nicht zu arbeiten, Eitschedwiddeldigedeidelidelwiddelwiddelwomm, wäre ich ein reicher Titteldamm, reicher Digedeideldittelmann. Ich bau den Leuten dann ein Haus vor die Nase, hier in die Mitte unserer Stadt. Mit festem Dach und Tieren aus geschnitztem Holz. Dafür eine lange, breite Treppe hinauf und noch eine längere für die Nacht. Ja, so ein Haus, das wär mein ganzer Stolz. Heute bitte bin. Wenn ich einmal reich wär, heitsche Didel, dicke Deidel, Didel, Widel, Widel, Bumm, alle Tage wär ich bitte bam, wär ich ein reicher Mann. Brauchte nicht so arbeit, heitsche Didel, dicke Deidel, Didel, Widel, Widel, Bumm. Herr, du schob den Leuten und das Lamm, sag, warum ich zu den Lämmern kam. Wäre es denn gegen deinen Plan, wenn ich wär ein reicher Mann? Yay, yay. Toni Marshall! Dankeschön. Ja. Darf ich noch über so ein paar, bevor wir die... Hast du Bierdeckel geschrieben? Nein, du willst deine ihm vorlesen gleich. Ist es das? Ja, ich dachte, vielleicht nehmen wir mal ein paar von meinen. Ja, ich würde gerne noch 2, 3 Sachen mit dir besprechen. Du hast... Erstens gehst du sehr offen damit um, dass du, deine Haare oben, dass das ein Toupet ist. Ja, ne? Ja. Aber das hast du schon seit 35 Jahren. Ich glaube, ich bin der Einzige in ganz Deutschland, darüber spricht, nicht nur Deutschland, weltweit. Ich bin in einer wunderbaren Gesellschaft mit Elton John zusammen, alle. Mit Tina Turner, früher war es Frank Sinatra, Charlton Heston, John Wayne. Also, vor wem soll ich das verstecken? Nein, aber ich hätte das überhaupt nicht gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Na ja, muss auch nicht jeder wissen, aber jetzt weiß es ja jeder.
bei den 6 Millionen Zuschauern. Aber das heißt ja, wenn dich deine Frau, ne, ja, wenn die dich kennt, die kennt dich jetzt länger dann mit Toupet als ohne. Ja, das Ding trage ich seit 1967. Wahnsinn. Ja, sind die besser geworden über die Jahre? Image. Das ist eine Kopfbedeckung. Ja. Wenn jetzt Udo Lindenberg hier reinkäme, und du würdest ihn darum bitten, Udo, nimm mal den Hut ab, er wird es nicht machen. Nee, aber ich die sprechen so ungern darüber. Warum denn? Ja. Das ist eine Kopfbedingung, das ist Kopfschmuck und nichts anderes. Du, Toni, du hast ja dein komplettes Geld schon deinen Kindern vererbt. Ja. Wenn du jetzt aber zum Beispiel mal 114 wärst, ne, dann hast du ja gar nicht mehr genug Geld. Also dann geben wir dir dann was du zurück. Hast kühne Träume, muss ich dir sagen. Meinst du, wirst nicht 114, aber pass auf, wenn wir schon dabei sind beim Alter. Also ich habe eine eigene Philosophie entwickelt. Da wird gejoggt, da wird Diät gemacht, da wird alles gemacht, um jung zu bleiben. Und dann nehme ich mal das Bild vor dieser wunderschönen Pazifikinsel, die Galapagosinsel. Ja, und was gibt es da außer Echsen auch noch die Riesenschildkröte? Jetzt hört mir doch mal zu, bevor euch tot lacht. Das war schon ein kleiner, da war ein ganz kurzer Witz drin. Ja. Ich weiß, ihr hört mir alle zu, aber die beiden, die sind ja total crazy. Nein! Jetzt hört mal zu, auf dieser Insel gibt es die Riesenschildkröte. Und die wird bis zu 300 Jahre alt. Meine Frage an euch alle, auch an dich, Sascha, und an dich, Ina, also kenne ich dich natürlich. Habt ihr schon jemals eine Riesenschildkröte rennen sehen? Sport treiben in irgendeiner Form? Aber die geht's ganz gemächlich an. Guck, die rechte Porträte, so. Und dann kommt die, 300 Jahre. Aber hast du schon mal eine Riesenschildkröte Rotwein runterhauen sehen, literweise? Ich auch nicht. Und ich schwöre dir, die Riesen wird Rotwein trinken. Meinst du, wenn sie es könnte? Würde man ihr das vorsitzen? Ja, natürlich. Und eine Hunde. Wir auch. Ja. Natürlich. Hunde schlürfen Rotwein, Katzen machen das. Hast du probiert? Und, bitte? Hast du es probiert, ob dein Hund Rotwein trinkt? Natürlich macht er das mit Vorliebe inzwischen. Lieber als Milch. Im Hause klar. Marshall wären wir gerne mal dabei, oder? Dann würde ich dir nicht raten. Sehen, nee, auch noch nicht. Da kämst du leicht in Strauch. Sag schon, ich habe eine Frage, Toni. Wir haben beide noch nie einen Hund Milch trinken sehen. Natürlich. Hunde trinken, natürlich trinken die Milch. Ist richtig. Ja. Ich auch, am liebsten. Also, haben wir doch eben haben wir doch Prost, früh, Toni. Haben wir doch früher auch getrunken, ne? Komm. Das mag ich. Eines der schönsten deutschen Volkslieder. Jetzt sind wir beim Volkslied. Endlich. Kastelruber Spatzen und Hansi Hinterseher und wie die großen Sänger alle heißen. Ja, also, servus. Eines der super, dass du da bist, Toni. Frei wie so. Super, Toni. Ja, ich danke, super, dass du da bist. Super, Toni. Super. Großartig. Für dich leitet extra das Kirchel am Berge. Und da singen wir es Ave Maria. Einfach da. Ja, also, nicht so ein Zufall, dass du hier bist, du. Toni, super, du. Direkt am Tresen. Nur vom Tresen geht's direkt zu dem Bierbaumtunnel. Du super. Hör doch mal zu. Also ich sag dann immer, aber ich hab leider den Text vergessen. Und dann mache ich rum und sage, da-di-da-da-di-da. Ah, wie heißt das wieder? Da-di-da-da-da-da-di-da. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Es waren zwei Königskinder. Das geht folgendermaßen. Es waren zwei Königskinder, die hatten mit der Liebe viel Mühe. Die konnten zusammen nicht kommen, denn ihm kam es immer zu früh. Sascha, guck immer so ungläubig. Sascha, du bist so ein Riesenkalt. Ich hätte das gesucht. Jetzt machen Baby Schnulli. Was machst du jetzt? Wir wollen jetzt Bierdeckel vorlesen. Dann nehmen wir mal den Geigenkasten hier weg. Jetzt kommst du damit hoch, ja. Weil sonst sitzt du hier hinten und das wäre dann ein bisschen... Wie freue ich mich, wie freue ich mich.
mein Verlangen. Aber es geht noch. Ein Glasal für dich, Fasal. Und komm. Yay! Das habe ich stundenlang geübt. Nee, da kann ich ja nicht, da kann ich ja nicht dann. Muss ja gegen anstinken. Wärst du gerne noch so beweglich wie Sascha? Natürlich. Klar. Hast du früher auch so gut ausgesehen? Bitte? Hast du früher auch so gut ausgesehen? Ich habe auf mein Aussehen nie einen großen Wert gelegt. Bei mir zählen ganz andere Dinge. Guck mal, erste Karte. Womit machst du dir selber gute Laune? Ja, gut. Mit meiner Hexe. Die Frage, nächste Frage. Mit meiner Hexe zum Dagenschein. Kann sich oft genug sagen. Toni Marsch als Hexen was? Das ist Lebenselixier, Liebestrank. Hast du schon mal einen Fernseher aus dem Hotelfenster geschmissen? Nein. 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 Auch nicht mal dran gedacht? Nein. Vielleicht wenigstens schon mal einen Stecker gezogen oder so? Ich kenne die Umgangsform der Rolling Stones, aber ich hatte bessere Idole. Caruso, Gigli, Lanza, Rudolf Schock. Ich habe mit Rudolf Schock im Duett gesungen. Nicolai Gedder, ein Jahrhunderttenor. Malena Scala, mit der Oper. Ja, aber das waren Idole für mich. Tom Jones zum Beispiel. Da habe ich Gänsehaut gekriegt. Das ist für mich der Allergrößte. Da kann Mick Jagger und Michael Jackson, die können einpacken. Die können Konzerte geben in der Sahara oder sonst wo. Aber das sind für mich Vorbilder. Könner. Gut. Ja, entschuldige bitte. Okay. Ich bin kritisch. Ich habe mit Dieter Bohlen dahingehend nichts am Hut. Aber so wie er mit den jungen Menschen umgeht, also entschuldige bitte, also, da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir die Worte. Das ist unerträglich. Wenn das Fernsehen heute bedeutet, dann schmeiße ich den Fernseher wirklich noch aus dem Fenster. Das musste mal gesagt werden. Ja, ein wahres Wort. Du? Gibt es Schlagerkollegen, die du überhaupt nicht magst? Habe ich doch eben gesagt. Schlagerkollegin. Ja, Schlagerkollegin. Naja, so die anderen Fuzzis. Naja, wo ist der Unterschied zwischen Rock, zwischen Klassik, zwischen Schlager, zwischen... Oh. Ja, wo ist der Unterschied? Den hören wir jetzt mal. Also, wir haben jetzt mal Halbplayback. Bernstein hat das mal wunderbar gesagt. Wir singen. Ich möchte, dass du singst, Toni. Ja. Bitte sing einfach nur. Schlafe, Prinzessin, nein. Schlaf ein. Wir haben doch was geübt. Da, das ist Schlager. Nico. Mein neuer Hit. Kurt, wo bist du? Feld, wo bist du? Baut doch kein Mikrofon. Doch. Ja. Da war irgendwann ein Gefühl. Erst ganz wenig nur und dann ganz viel. Dass ich fliegen kann, hätte ich nie geglaubt. Doch bei Träumen ist alles erlaubt. Und alle! Ich habe in einer Nacht tausendmal an dich gedacht. Das habe ich sonst nicht gemacht. Jetzt ist es einfach geschehen. Marina! Ich habe in einer Nacht tausendmal an dich gedacht. Du hast dich in mein Herz gelacht. Und das ist tausendmal schön. Ich habe in einer Nacht tausendmal an euch gedacht. Das habe ich sonst nicht gemacht. Jetzt ist es einfach geschehen. Ich habe in einer Nacht tausendmal an dich gedacht. Du hast dich in mein Herz gelacht. Und das ist tausendmal schön. Du hast dich in mein Herz gelacht. Und das ist tausendmal schön. Ina de Giero. Ja, das ist Schlager. Das ist fucking Schlager. Yeah, das ist great. Ist das dein erster Hit seit 25 Jahren, oder? Was wäre ich ohne Ina? Ja, so kann man es fast sagen, ja. Glaubst du das ja. So? Nee, aber eines ist jetzt schon klar. Was denn? Es ist bis jetzt keinem 71-Jährigen gelungen, einen Hit zu haben.
Nach einer erfolgreichen Karriere. Sie nochmal anstoßen, also, nee, der Rahmen schon so weh. Haben wir noch so eine Flasche Hex vom Datenstein, Frau Müller? Erinnerst du dich? Heute machen wir den Keller nieder. Erinnerst du dich? Ich trinke den Wein nicht gern allein. Das ist bei mir immer so. Das habe ich nicht gesehen. Ich versuche gerade aufzuholen mit Rotwein. Aber es dauert. Ich komme mit Toni nicht so ganz mit. Und deswegen finde ich, wir holen jetzt mal die Chachunas ein. Applaus! Meine Freunde! Guten Morgen, meine Lieben. Moin, moin. Jungs, was, ihr kommt doch jetzt hier mit diesen riesen Steel Drums rein, ne? Ja. Komm mal in der Mitte, ne? So. Und ihr heißt doch, ihr seid doch die Chachula-Zwillinge. Sind wir. Jürgen und Manfred. Richtig. Und ihr seid Zwillinge. Ja. Wer ist der Ältere? Der da. Ich da. Du siehst aber jünger aus. Ach nee. Als du. Ja. Ihr seid die Ersten, die in Deutschland eine Windsurf-Schule eröffnet haben. Ja, der kam vom Bodensee. Aber das gilt ja nicht. Das ist ja nicht an der See. Aber das heißt, ihr habt einfach gesehen, da sind Leute mit Brettern auf dem Wasser. Was ist das denn? Und dann habt ihr sogar auf dem Surfbrett den Ärmelkanal überquert. Ja, das hätte ich auch gemacht. Das ist ein Knaller. Ja. Aber ihr seid echt gezeigt. Zwillinge, ihr sprecht wie ein Mensch. Ja. Und hinter uns ist der Toni immer noch am Erzählen. Der hört auch nicht auf. Der hört auch nicht auf, glaube ich auch der nicht. Bleibt so. Aber ihr steht immer noch auf den Surfbrettern. Ja, auf alle Fälle. Jeden Tag surfen. Immer. Jeden Tag saufen, immer, jeden Tag Musik machen. Schlurfen und surfen. Ja, was ich so toll finde ist, der Toni steht ja dazu, dass der ein Pfiffi hat, ne? Ihr, ja. Oh, es geht doch. Oh. Es geht doch! Alles wächst bei uns noch wie in früheren Jahren. Und wer setzt den auf? Würdest du den aufsetzen? Toni! Wieder um dir seinen Hut trägt, ne? Ich hab mir gewünscht, Rum and Coca-Cola. Yes! Yes! Let's do it, boys! We do that! Did you ever go to Trinidad to make you feel so very glad? Cause if you sing and make a rhyme, guarantee you one good refight. Take a rum and Coca-Cola, cola for you, mana. Post on the run, mota, singing for the junkie dollar. Singing for the junkie.